Am Landgericht Rottweil hat am Montag ein Prozess gegen den Impfstoffhersteller BioNTech begonnen. Der Kläger fordert Schadensersatz und spricht von Impfschäden. Er ist der Überzeugung, dass die Corona-Schutzimpfung von BioNTech bei ihm zu einer massiven Verschlechterung seiner Sehkraft auf dem rechten Auge geführt habe. Es ist die bundesweit erste mündliche Verhandlung gegen das Mainzer Unternehmen wegen eines etwaigen Impfschadens. Der 58-jährige Kläger fordert Schmerzensgeld in Höhe von 150.000 Euro und die Feststellung, dass ihm sämtliche Folgeschäden zu ersetzen sind. BioNTech bestreitet den Vorwurf des Klägers und führt an, dass man den Fall sorgfältig geprüft habe. Um mit Schadensersatz oder Schmerzensgeldforderung gegen Impfstoffhersteller erfolgreich zu sein, muss nachgewiesen werden, dass die gesundheitliche Beeinträchtigung eine bisher unbekannte Nebenwirkung ist, die ohne Zweifel durch den Impfstoff ausgelöst wurde. Dazu sagte der Anwalt des Klägers: So schnell wie vielleicht die Impfung gewesen ist, so lange wird es dauern, am Ende eine Entschädigung zu bekommen, die ich allerdings dringend einfordere, und zwar aus Gründen der Solidarität. Wir haben uns alle impfen lassen, aus Solidarität, gemeinsam der Pandemie die Stirn bieten. Und jetzt gehört es auch zu der gleichen Solidarität dazu, dass eben den Impfgeschädigten hier, dem Herrn Kläger, Herrn Scherer, eben auch geholfen wird, wenigstens eine Anerkennung als Impfschaden und eine gewisse überschaubare Entschädigung. Der 58-jährige Kläger stellt sich nach eigener Aussage auf einen langen und schwierigen Prozess ein. Er sei aber bereit, sich darauf einzulassen, auch für andere Menschen, die unter Impfschäden leiden würden. Ich sehe mich heute als, ich habe es glaube ich auch schon mal genannt, als Schneepflug für die, die da noch alle kommen. Ja, ich hoffe, es gibt irgendwann die Entscheidungen für manche geschädigte Menschen, dass es eben den richtigen Weg geht. Ja. Sollte die Klage erfolgreich sein, übernimmt der Staat die Prozesskosten der Hersteller und mögliche Entschädigungen. So war es in der Pandemie vereinbart worden, um die Bevölkerung schnell mit Impfstoff versorgen zu können.